Der Bund fördert den Ausbau von Breitband an Schulen. Alle Bundesländer haben mitgemacht, nur das Saarland hat bisher keine Gelder bekommen. Das muss sich ändern, denn beim nationalen IT-Gipfel 2016 in Saarbrücken wurde viel versprochen, aber es wird zu wenig umgesetzt. Wir müssen dringend besser werden, darin schnelles Internet an die Schulen auch im Saarland zu bekommen.